Willkommen zu einer weiteren Folge Fußball Manager 23 beim ersten FC Köln. Wir haben 2:2 gegen Juve gespielt und müssen als nächstes gegen den FSV Mainz 05 spielen im 3D-Modus. Und das Ganze findet dann zu Hause statt. Alles klärchen, gucken wir mal. Scouting ist abgeschlossen gegen Mainz, das ist schön. Schwarzkopf ist wieder fit, Esposito ist stärker, Marmusch ist stärker, startet durch Verletzungen. Schwarzkopf wird für einen Tag ausfallen, arme Kerlchen. Gehen wir eine Runde golfen. Und dann geht's ab in die Spielvorbereitung. Gegen Mainz 05. So, 8 neue Nachrichten. Gucken uns die Kamera mal an. Baufortschritt neues Stadion haben wir viermal. Alessio hat den Trainingsziel erreicht. Okay, 54 Stellen Strecke. Chetin hat sein Trainingsziel erreicht. Links außen. Linker Verteidiger, weiß ich gar nicht, wie der trainiert. Ja, links außen trainiert er. Das ist schön. Neuer Fanartikel bereit zur Markteinführung. Justin Deal hat den Trainingsziel erreicht, das gefällt mir doch sehr, sehr. Müssen wir bei dir noch was gucken kurz. Die Linie, wo ist er, die Linie? Knauf. Wo ist denn die Linie? Wo bei zwei dicken Popo ist der? Da ist er. Ja, das soll sehr robust sein. Mal rausnehmen und links außen trainieren. So. Das hat man die ganze Zeit nicht auf der Pfanne gehabt, sag ich mal auf gut Deutsch. Dann gehen wir eine Runde golfen, haben wir gemacht. Und dann geht's ab ins Spiel gegen Mainz 05.
Mainz erreichen. Mainz ist im Angriff und Mainz führt 1-0. Na tolle Wurst. Hat ja nicht lange gedauert. Na tolle Wonne. Oh Mann, die sind ja richtig im vollen Saft, Jungs. Gelbe Karte für Mainz. Abgefangen, Angriff über links, nichts passiert, Angriff durch die Mitte, nichts passiert, Angriff durch die Mitte, nichts passiert, Angriff über rechts, aber wieder nichts passiert, Angriff durch die Mitte, nichts passiert, wieder durch die Mitte, wieder nichts passiert, das war auch nichts. Außer Spesen nichts gewesen. Mal hinne. Und 1-0 für uns durch Burkhardt. Hat sein zweites Saisontor geschossen. Das ist immerhin etwas. Und was passiert? Nichts. Passiert. Gar nichts. Und nichts. 1-1 immer noch. Flugreiten vom Torwart. Freistoß für uns. Mainz hat wieder eine gelbe Karte gesehen. Und 2-0, 2-1, Isalsuli. Sehr gut, mein Freund. Freistoß für Mainz. Außer Spesen nichts gewesen. Weiter geht's. Mainz greift an, aber ja, greift immer noch an von links, aber abgefangen. Wir greifen an, das war's dann wohl. Mainz hat einen Freistoß, aber abgefangen. Wir greifen über rechts an, aber nichts passiert. Wir greifen wieder über rechts an. Ecke für uns von rechts. Aber abgefangen, beziehungsweise faul oder was, oder ein Handelfmeter auf der Hand, Handspiel gepfiffen. Und 2-1 führen wir, 3-1, 3-5 Chancen, 3-3 Torchancen. Okay, dann werden wir jetzt auf Konter spielen. Müssen wir hinten mehr Sicherheit haben. Müssen wir machen, tun wir nichts machen, aber lass mal den Kurter entscheiden, wer was machen soll. Zackig und frohlockert. Und weiter geht's. So, Angriff für Mainz durch die Mitte. Und 2-2. Das gibt's doch nicht, ey. Ich wollte eigentlich nur Sicherheit hinten haben. Und 3-2, jawohl. Haut drin. Freistoß für uns. Aber außer Spesen nichts gewesen. Freistoß für uns.
Treffen wir durch die Mitte an, aber es wird abgefangen. Angriff über nichts. Weitwärts, Angriff. Das war dann wohl wieder. Außer Spesen nichts gewesen. Weiter geht's. Angriff über die halb rechts. Angriff durch die Mitte, aber nichts passiert. Angriff durch die Mitte. Freistoß. Gelb-rote Karte für Mainz. Moment. Stellen wir wieder auf normales Spiel um. Ah, nein! Da wollten wir hin. Let's go, weiter geht's im Text, Freunde der Sonne. Wir greifen über links an, aber nichts passiert. Mainz greift über links, rechts, links an, aber nichts passiert. Das war gar nichts. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Wir greifen über halb rechts an. Und machen das 3 zu 3. Sehr gut. Jetzt sind wir wieder dran. Ecke von rechts. Von rechts. Aber nichts passiert. Oh, jetzt kommen die auf unsere Leine auf dem Tor zu. Aber gut, dass er nicht zielen kann. Wie auch immer. Hey, das war ein Freistoß. Schiri! Unser Ball, nichts passiert. Vom Torwart. Freistoß für uns durch die Mitte, oder von der Mitte, oder aus der Mitte. Und 4 zu 3 durch Burkhardt. So mögen wir das. Und 4-3 gewonnen. Mit Glück aber besser gewonnen als verloren. So sehe ich das. Solange wir gewinnen, ist alles gut. Solange wir ein Tor mehr als der Gegner schießen, ist alles okay. Drei Tore durch Burkhardt und ein Tor durch Isalsuli. Zwei Tore durch Ingwertsen und ein Tor durch Diaz. Okay. Kay. Wir sind jetzt Dritter. Da kann man ja mit leben, würde ich sagen. Ja.